Die Kritikpunkte waren die, dass man Techniken, Widerstandstechniken der Dritten Welt nicht auf unsere Verhältnisse übertragen darf. So tun, als ob zum Beispiel die Illegalisierung ein revolutionäres Element hat. Also wenn man einen Bankraub begeht, dann kehrt man nicht mehr in die geordnete Gesellschaft zurück und wird revolutionär. Das heißt, die vielen Übertragungen aus den Kampfformen der Dritten Welt auf unsere Welt, die ja so nicht revolutionär heiß gewesen ist, sodass man, wie die RAF glaubte, nur das System erschüttern muss, damit die Revolutionspotenziale der Arbeiterbewegung und der übrigen Menschen auch zum Tragen kommen. Das war eine verblendete Illusion. Und ich habe mir das sehr überlegt, diese Passage an dem Opernplatz. Und es war ja auch Beifall und Kritik ausbalanciert. Also es gab ja nicht nur Beifall. Und die Kritik schloss sich dann auf verschiedenen Ebenen noch an. Haben Sie, wir brauchen da nicht auf die einzelnen Ebenen eingehen, aber gab es, Sie haben gesagt, Kritik, ja, einer Abkehr innerhalb Ihres Umkreises aufgrund dieser scharfen Kritik von Ihnen? Ja, viele Leute, die, ja, ich will jetzt so keine Namen nennen, aber das ist ganz klar. Das war eine strategische Linie, die für viele so eine Umorientierung brachte, weil ich meine, so dieses Sympathisantentum bestand ja bis zum Selbstmord von Ulrike Meinhof, auch bei Leuten wie Joschka Fischer. Nicht, dass man nicht so genau weiß, ob sie ermordet worden sind oder. Und dass man doch eben Solidarität behalten sollte, was für mich also mit einem Todeskommando verknüpft war. Und es sind ja auch noch eine ganze Reihe von tödlichen Ereignissen danach gekommen. Aber das war für mich, ich habe da auch nicht viel darüber diskutiert vorher, sondern habe das ziemlich alleine entschieden. Und das war auch der richtige Augenblick, weil Marcuse und Abendroth waren, eben stützten diese Position.